Die Ebola-Epidemie ist ein weiterer Grund, uns Sorgen zu machen. Und wir sind tief betroffen und erschrocken über die schrecklichen Bilder und die zahlreichen Todesopfer, die es inzwischen gibt. Es ist am Wochenende ja schon bereits von mehreren Stellen gesagt worden. Offensichtlich ist die Dramatik dieser humanitären Katastrophe und auch die Gefahr, die nicht nur in der Region, sondern auch für die globale Sicherheit von hier ausgeht, unterschätzt worden. Deswegen hat Deutschland seinen finanziellen Beitrag auf über 100 Millionen Euro ausgebaut. Wir haben aber im Präsidium auch noch mal ausdrücklich begrüßt, dass der Vorschlag von Frank-Walter Steinmeier zu dem Aufbau einer Weißhelm-Truppe außerordentlich notwendig und sinnvoll ist. Nicht nur, weil ein Zusammenbruch der gesundheitlichen Strukturen jetzt vor Ort droht, sondern weil wir für solche Katastrophen auch in Zukunft gewappnet sein müssen. Es ist so, dass es klar ist, dass der Personaleinsatz, der vorgesehen wird und den die internationale Gemeinschaft für notwendig und auch wünschenswert hält, gewisse Sicherheiten für die Einsatzkräfte erfordert und die Bundesregierung deshalb daran arbeitet, ressortübergreifend die Evakuierungskette, die Transportkette zu schließen. Das hat ja auch in der Sitzung der Staatssekretäre, die am, glaube ich, 19. September getagt haben, eine Rolle gespielt. Hier hat das BMVG ja inzwischen Maßnahmen ergriffen, über die Herr Flossdorf, glaube ich, in der letzten Woche berichtet hat. Und es ist so, dass es mittlerweile eine Reihe von Transportmöglichkeiten gibt für sogenannte nicht symptomatische Patienten, also Patienten, die noch keine Symptome von Ebola aufweisen. Hierzu zählen zum Beispiel private Ambulanzflieger und staatliche Fähigkeiten. Aber es ist auch so, dass wir bei der Bundeswehr dabei sind, glaube ich, ein Flugzeug auszurüsten. Und es ist auch richtig, dass wir als Auswärtiges Amt gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut an der Bereitstellung eines Rettungsflugzeugs arbeiten, mit dem wir im Notfall deutsches und internationales Hilfspersonal zur Behandlung nach Deutschland bringen können, um sozusagen jeden einzelnen Schritt dieser Transport- und Evakuierungskette zu schließen. Würde man im Moment einen akuten Fall decken können? Wir haben gesagt, sind dabei. Naja, Sie haben ja gesehen, dass es gibt ja Flugzeuge, die dazu in der Lage sind, diese symptomatischen Patienten, also Patienten, bei denen Ebola ausgebrochen ist, zu transportieren. Wir haben ja auch schon einige in Deutschland aufgenommen. Es ist aber so, dass die Kapazitäten dafür weltweit begrenzt sind und wir von Seiten der Bundesregierung daran arbeiten, eigene Kapazitäten zu schaffen. Ich glaube nicht, dass es zu wenig Flugzeuge sind, weil wir ja auch die Helferinnen und Helfer vor Ort unterziehen sich ja medizinischen Kontrollen täglich, morgens, abends, mittags, sodass das Aufkommen einer Ebola-Infektion eigentlich sehr schnell erkennbar sein sollte. Und da gibt es dann eben diese abgestuften Möglichkeiten, diese möglichen Ebola-Patienten nach Deutschland zu transportieren. Bei nicht symptomatischen Patienten ist es nicht ganz so schwierig, die sind noch nicht ansteckend. Bei leicht symptomatischen Patienten schafft das BMVG, das Bundesverteidigungsministerium, die Voraussetzungen, ist sehr nah dabei, da Vollzug zu melden. Und bei hochsymptomatischen Patienten, die ja sozusagen dann tatsächlich nur in Ausnahmefällen wahrscheinlich tatsächlich transportiert werden müssen, sind wir dabei, eine Möglichkeit zu schaffen. So steht dann die Rettungskette gestaffelt, je nach Erkrankungsgrad des einzelnen Patienten. Und wir sind der Überzeugung, dass das ausreichend sein wird. Zumal wir auch nicht die Einzigen sind, die diese Kapazitäten bereithalten. Ich sprach ja vorhin schon davon, dass es auch noch andere gibt, die Kapazitäten bereithalten, um Ebola-erkrankte Patienten transportieren zu können.